Moin, wir sind also beim letzten Teil dieses Trips angekommen und nehmen heute also den Berlin-Warschau-Express zurück nach Deutschland. Das Ganze gibt's gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Mein Name ist Fabian und das ist eine neue Folge von Everywhere. Wir sind also gerade auf dem Weg zum verschneiten Warschauer Hauptbahnhof, nachdem wir in den vergangenen Wochen das Hotel Werthe, das Ruffles und letzte Woche uns das Hotel Bristol näher angeschaut haben. Ach, und hast du letzten Donnerstag das Video vom Warschauer Kulturpalast gesehen? Nee? Dann guck doch mal, nachdem du dieses Video geschaut hast, auch gerne mal in der Videobeschreibung danach. Da ist es nochmal verlinkt und bietet ganz viele Blicke über das verschneite Warschau von oben. Ja, aber bevor es runter aufs Gleis geht, hier einen kurzen Blick auf die kommende Route. Die führt uns unter anderem über Kutno, Posen und Frankfurt-Oder zum Berliner Ost- bzw. Hauptbahnhof. Da die Gleise in Warschau am Hauptbahnhof unterirdisch liegen, bringt uns die Rolltreppe jetzt erstmal auf Gleis 3. Sechs Wegen hat also dieser Intercity, davon einen in der ersten Klasse, ein Bordbistro bzw. Restaurant und vier Wegen in der zweiten Klasse. Da wir in der ersten Klasse heute unterwegs sind, machen wir uns mal auf den Weg in Richtung Sektor 1. Ja, und guck an, da ist der IC auch schon. Na dann, lasst uns doch mal einsteigen. Warschau Zentral ist aber nicht der Startbahnhof, daher saßen hier und da auch schon Leute im Wagen. Wundert euch deswegen nicht. Und wir sehen eine 2-1-Konfiguration aus blau gepunktetem Stoff. Es gibt Vierer und manche Zweiersitze, die sich gegenüberstehen. Die haben dann auch noch einen ausklappbaren Tisch. Und an jedem Platz, da ist auch nochmal eine 230 Volt Steckdose. Das ist sehr praktisch, zum Beispiel fürs Arbeiten oder fürs Laden des Handys. Und bevor es losgeht, fährt gegenüber auch noch das neueste Modell der polnischen Bahn ein. Nice! Informuję, że pociąg jechał 8-minutowy opóźnienie ze stacji Warszawa Centralna z powodu usterki rozjazdów. Zapraszam do skorzystania z oferty gastronomicznej. Informuję, że zbieramy się do stacji Warszawa Zachodnia. Dziękuję za uwagę, życzę przyjemnej podróży. Ja, ich habe zwar nichts verstanden, aber höchstwahrscheinlich möchte uns der Zugbegleiter auf die Strecke aufmerksam machen und uns willkommen heißen. Ja, und dann geht's auch schon los. Letzter Stop in Warschau und dann geht's erstmal über ganz, ganz viele weiße Felder. Und in der ersten Klasse kommt dann auch eine Mitarbeiterin aus dem Bordbistro vorbei und man kann sich hier einen kostenlosen Kaffee, Saft, Wasser und ein paar Snacks gönnen. Das war wirklich sehr cool. Das könnte doch die Deutsche Bahn auch mal einführen, oder? Und auch dann haben wir schon unseren zweiten Stop erreicht.
Da ich jetzt nicht so versiert bin mit den polnischen Namen und die höchstwahrscheinlich auch nicht aussprechen kann, versuche ich es gar nicht erst. Aber hey, macht ja nichts. Ich würde sagen, durch die frühe Abfahrt habe ich jetzt ein kleines Hungerlein und das stillt man am besten im Bordbistro. Lass uns doch mal dahin gehen. Ihr seht schon, hier gibt's diverse Dinge zur Auswahl. Und ein Menü, das gibt's auch. Drückt hier gerne kurz auf Pause, um dann die genauen Details lesen zu können. Wenn ihr, so wie wir, einen Platz in der ersten Klasse habt, dann könnt ihr hier am Tresen bestellen und mitteilen, dass ihr eben erste Klasse Gast seid. Dann wird eure Platznummer notiert und man bringt euch eure Bestellung, sofern die erst noch zubereitet werden muss, an den Platz und ihr müsst hier nicht warten und stehen. Das ist doch sehr gut. Und seht ihr das im Hintergrund? Hier wird noch richtig in der Pfanne und im Topf gekocht bzw. erwärmt. Im Gegensatz zur Deutschen Bahn, wo ja auch nur im Steamer aufgewärmt wird. Ja, und uns brachte man also eine Pasta Bolognese und Pierogis. Beides war von der Portion wirklich sehr ausreichend, lecker und auch jetzt nicht wirklich teuer. Werfen wir mal einen Blick in den Waschraum und ja, was sehen wir hier? Alles sauber und auch alles da. Ja, und dann sind wir hier auch schon in Posen angekommen. Und nach nur einem kurzen Stopp geht's weiter. Und in Polen werden, genauso wie in Deutschland, die Züge auch noch per Hand abgefertigt. Ja, und Schnee ist hier auch echt weitläufig vertreten. Ja, und ach, folgst du uns eigentlich schon? Ja? Dann ist gut. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du Teil der Everywhere-Community werden würdest. Das Ganze ist kostenlos und bringt dir jeden Sonntag bzw. manchmal auch donnerstags kostenlos ein neues Video. Wie das Ganze funktioniert? Einfach hier bei YouTube auf Abonnieren drücken. Das Ganze funktioniert mit einem YouTube oder auch mit einem Google-Konto. Und wenn du dann noch die Glocke aktivierst, dann bekommst du eine Push-Benachrichtigung bei einem neuen Video. Aber den Rest übernehmen wir für dich, versprochen. Ja, und mit dieser Fahrt ist die Reise angefangen von Zürich in der Schweiz über Paris, London und eben Warschau leider auch schon wieder zu Ende. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wenn du die anderen Teile noch nicht gesehen hast, die packe ich mal in eine Playlist und dann kannst du ganz geschmeidig und entspannt dir die anderen Hotels
Flug- bzw. Zugreisen hierzu nochmal anschauen. Den Link dazu, der ist dann auch in der Infobox zu sehen. Und am Ende des Videos verrate ich dir dann auch noch, wo wir als nächstes hingehen. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Ja, und somit sind wir auch schon kurz vor Frankfurt-Oder und der deutsch-polnischen Grenze. Seht ihr die Brücke da hinten? Die verbindet beide Länder und würde euch, wenn ihr da immer nur geradeaus weiterfahren würdet, wieder zurück nach Warschau bringen. Und das ist dann der erste deutsche Zug nach der Grenze. Und gestatten, das ist Frankfurt-Oder. Muss man hier mal hin? Ich habe keine Ahnung. Wenn du schon mal hier gewesen bist, dann schreib doch gerne mal in den Kommentaren, was man dir so machen kann. Ist es lohnenswert? Sollte man es lieber sein lassen? Oder, ja sag mal, wie ist eure Meinung dazu? Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder in Berlin am Ostbahnhof angekommen, wo wir dann auch aussteigen werden. Fazit? Tolle, entspannte Fahrt. Kann man machen und für einen schmalen Euro von, glaube ich, 50 Euro waren es gewesen, in der ersten Klasse 6 Stunden Fahrt, das ist nicht schlecht. Nächste Woche gucken wir uns in Mainz das Mercure City Center an. Das würde ich an deiner Stelle nicht verpassen, denn da gab es einen kleinen Aufreger meinerseits. Somit erstmal danke fürs Zusehen und bis nächsten Sonntag hier bei Everywhere. Fabian sagt, tschüss.